Schön, dass ihr alle gekommen seid, auch bei diesem nass-kalten Wetter im Schneetreiben sozusagen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben heute einiges vor. Unter anderem wollen wir nachher auch noch einmal runterziehen zur Wilhelmstraße, zur britischen Botschaft, weil die sind natürlich auch eine Adresse, die jetzt ganz klar adressiert werden muss. Ich freue mich, dass wir heute auch musikalische Unterstützung haben von einem Künstler, Bengt Kiene. Ich würde sagen, herzlich willkommen, Bengt. Hallo. Ein paar Worte vorweg. Wir sind nur wenige, die sich immer wieder zum Protest gegen die Inhaftierung von Julian Assange treffen. Natürlich würde es mehr politischen Druck geben bei Zehntausenden, aber auch unsere kleine Truppe ist sehr wirksam. Wir senden das Signal aus, wir sind da und wir sind im Protest. Für Julian Assange wird die Nachricht von den vielen Mahnwachen ein mutmachender Aspekt sein, der wichtig ist für sein weiteres Überleben. Die Zusammenkunft hier ist aber auch für jeden Einzelnen von uns sehr gut, nämlich eine Stärkung der Immunabwehr gegen Angst und Depression. Wir leben mittlerweile in Zeiten, in denen die Gedanken sind, frei zu singen, verboten wird, wie neulich am Alex. Wo auch jeder andere Genuss von Kultur so gut wie unmöglich ist, und wo das Aufdecken von schändlichen Kriegsverbrechen, Verfolgung und Folter nach sich zieht. Ich habe mich gefragt, was wohl die Klassiker sagen würden, wenn sie erleben müssten, was heute passiert. Könnte Schiller öffentlich aus den Räubern zitieren? Könnte Goethe ungehindert seine Gedanken äußern? Und Bertolt Brecht? Stellvertretend für den ollen Bertolt Brecht gebe ich jetzt mal zwei Strophen aus der Resolution der Kommunarden zum Besten. Mal sehen, was passiert. In Erwägung unserer Schwäche machtet ihr Gesetze, die uns knechten sollen. Die Gesetze seien künftig nicht beachtet. In Erwägung, dass wir nicht mehr Knecht sein wollen. In Erwägung, dass sie uns daneben mit Gefängnis und Verfolgung droht, haben wir beschlossen, nunmehr stumpfes Leben mehr zu fürchten als den Tod. In Erwägung, dass wir der Regierung, was sie immer auch verspricht, nicht trauen, haben wir beschlossen, unter eigener Führung uns nunmehr ein gutes Leben aufzubauen. In Erwägung, dass sie uns daneben mit Gefängnis und Verfolgung droht, haben wir beschlossen, nunmehr stumpfes Leben mehr zu fürchten als den Tod. Dankeschön. Vielen Dank. Alles Gute wünsche ich euch, Leute. Wie geht's Ihnen? Für was sind Sie alle hier? Hallo? Hallo, 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 wie geht's Ihnen? Ah, eine Influencerin. Corona hat leider alles aus. Wir sind hier für Julian Assange. Sagt Ihnen das was? Am 26. November 2020 richteten sich 152 Erstunterzeichner eines offenen Briefes, darunter auch die Herausgeber und Autoren der Nachdenkseiten, an Amnesty International. An Amnesty International Deutschland. Darin wurde Amnesty aufgefordert, zu den bestehenden Menschenrechtsverletzungen im Fall Julian Assange Stellung zu beziehen. Der offene Brief wurde inzwischen von tausenden Personen mitgezeichnet. Die tatsächlich bestehenden Menschenrechtsverletzungen gegen Julian Assange sind willkürlicher Freiheitsentzug,
Folter und Verwirrung eines fairen Prozesses. Der willkürliche Freiheitsentzug setzt sich aus drei Zeitabschnitten zusammen. Erstens, Julian Assange Zwangsaufenthalt in der ecuadorianischen Botschaft, die der UNO-Menschenrechtsrat bereits 2016 als willkürlichen und illegalen Entzug seiner Freiheit rügte. Zweitens, seine Inhaftierung nach einer Verurteilung wegen Kautionsverletzung mit dem willkürlichen Strafmaß von 50 Wochen. Und drittens, die sich daran anschließende willkürliche Inhaftierung während des Auslieferungsprozesses in London. In dieser Zeit wurde Julian Assange absichtlich über Jahre hinweg zunehmend ernsthaften Formen grausamer, unmenschlicher oder entwürdigender Behandlung oder Bestrafung ausgesetzt, deren Gesamtwirkung einzig und allein als psychologische Folter beschrieben werden kann. Wie der UNO-Sonderberichterstatter für Folter, Professor Nils Melzer, festgestellt hat. Amnesty International hatte reagiert auf diesen offenen Brief und hat gesagt, naja, sie haben ja halt Unterschriften gesammelt, um den Justizminister der USA halt anzuschreiben. Und darauf reagierte, wird angezweifelt diese Effektivität dieser Aktionsform. Es wird gefragt, ist die Sammlung von deutschen Unterschriften, also im US-Ausland, für den Justizminister des mächtigsten Landes der Welt eine entscheidungsrelevante Meinungsäußerung? Die deutsche Wählerschaft kann die Partei des US-Justizministers bei der nächsten Wahl nicht mit Stimmenentzug strafen, wenn er dem Anliegen der Unterzeichner nicht entspricht. Es wäre daher wesentlich effektiver, wenn Amnesty International eine Unterschriftensammlung durchführen würde, die die deutsche Bundeskanzlerin und den Außenminister direkt auffordert, sich in deutlicher Sprache an die britischen Behörden zu wenden, um die Menschenrechtsverletzung gegen Julian Assange einzustellen. Denn diese beiden Personen oder deren Parteien wollen von der deutschen Wahlbevölkerung wiedergewählt werden, nicht der US-Justizminister. Mit der Unterschriftensammlung für den US-Justizminister wird die öffentliche Empörung kanalisiert, weg von Deutschland und unseren britischen Nachbarn hin ins ferne Amerika. Die dringlichste Aktionsform, die Amnesty International kennt, bezeichnet sich als Urgent Action. Amnesty erklärt dazu, unter Urgent Action sind die denkbar schnellste und effektivste Form des Eingreifens, um das Leben akut bedrohter Menschen zu schützen. Der offene Brief appelliert deswegen an Amnesty International. Wir drängen darauf, dass sie sich umgehend, so wie es Amnesty International Deutschland in solchen Fällen üblicherweise tut, mit einer Urgent Action für Julian Assange einzusetzen. Free Edward Snowden, free Assange! 4 Jahre Freiheitsentzug für die bestehende Sorge, dass zum Beispiel eine in China inhaftierte Journalistin gefoltert werden könnte, sind also ausreichend, um eine Urgent Action zu veranlassen. Ebenso, wenn in Russland ein Bewährungsantrag abgelehnt wird. Ohne das augenscheinliche Leid der Betroffenen zu schmälern, stellt sich in Anbetracht dieser beiden Fälle jedoch die Frage, warum Amnesty International bei einem im Vereinigten Königreich inhaftierten Journalisten, der seit fast 10 Jahren willkürlich seiner Freiheit beraubt und bei dem Folter seit langem Realität ist, keinen Anlass für eine Urgent Action sieht. Und diese verweigert.
Bemerkenswert ist auch der Vergleich mit dem russischen Oppositionellen Alexei Nawalny, bei dem es, nachdem er in Moskau am 17. Januar 2021 festgenommen wurde, ganze 4 Tage brauchte, bis Amnesty eine Urgent Action startete. Das ist ein offensichtlicher Unterschied. Und das ist Doppelmoral. Amnesty und die Gerichtsurteile im Januar 2021, auch in der von Amnesty herausgegebenen Pressemitteilung vom 4. Januar diesen Jahres, fehlt ein Hinweis auf die bestehenden, ganz konkreten Menschenrechtsverletzungen. Immerhin jedoch wird der politische Charakter der seiner Verfolgung benannt. Ich zitiere aus dieser Pressemitteilung von Amnesty vom 4. Januar. Dort schreibt Amnesty: Wir begrüßen die Tatsache, dass Julian Assange nicht an die USA ausgeliefert wird und dass das Gericht anerkannt hat, dass ihm aufgrund seines Gesundheitszustands in US-Gefängnissen Misshandlungen drohen. Doch die Anklage gegen ihn hätten erst gar nicht erhoben werden dürfen. Die Vorwürfe waren politisch motiviert und die britische Regierung hätte die US-Regierung nicht so bereitwillig bei der unerbittlichen Verfolgung von Julian Assange unterstützen dürfen. Das Urteil ist zwar richtig und schützt Assange vor der Auslieferung, aber Großbritannien muss sich trotzdem den Vorwurf gefallen lassen, auf Drängen der USA diesen politisch motivierten Prozess betrieben und die Presse- und Meinungsfreiheit auf die Anklagebank gesetzt zu haben. Ende des Zitats von Amnesty International. Wenn selbst Amnesty International erkennt, dass hier in einem politisch motivierten Prozess nicht nur der Mensch Julian Assange, sondern die Presse- und Meinungsfreiheit auf die Anklagebank gesetzt wurde, warum sieht Amnesty International dann noch immer keinen Grund für eine Urgent Action? Die öffentliche Debatte, die Amnesty International führt, lässt sich also wie folgt charakterisieren. Erstens, Amnesty verschweigt die seit 10 Jahren bestehenden Menschenrechtsverletzungen an Julian Assange durch die britischen Behörden vorsätzlich. Zweitens, in irreführender Weise macht Amnesty ein spekulatives, zukünftiges Unrecht in den Vereinigten Staaten zum Hauptgegenstand der Debatte um Julian Assange. Drittens, die Unterschriftensammlung, die sich an den amerikanischen Justizminister richtet, täuscht Relevanz vor, ist aber tatsächlich Scheinaktionismus, der wirkungslos bleibt. Viertens und letztens, Amnesty verweigert die effektivste Form des Eingreifens, wie sie selber sagt, die Urgent Action. Amnesty verschleiert damit die Realität und verhindert den Aufbau von öffentlichem Druck. Die Situation, wie sie sich derzeit zeigt, ist nach wie vor katastrophal. Der investigative Journalist Julian Assange ist in London schuldlos und ohne Urteil eingesperrt und befindet sich am Rande seiner psychischen und physischen Existenz. Zur real- und geopolitischen Analyse dieser Situation sollte man bedenken, dass der Status quo aus Sicht der Kriegsverbrecher in den USA ein Idealzustand ist. Der öffentliche Druck innerhalb der USA bleibt auf geringem Niveau, solange sich Julian Assange im US-Ausland befindet, weder verurteilt ist oder sich in ihrer Gewalt befindet.
Nichtsdestotrotz wird der Gejagte de facto bestraft und das Exempel in aller Grausamkeit und für jedermann sichtbar statuiert. Der Status quo ist auch für das britische Vereinigte Königreich ideal. Denn dort muss man sich nicht vorwerfen lassen, dass man Assange ausgeliefert hat. Gleichzeitig kann der politische Apparat seine Macht und Ignoranz gegenüber Julian Assange und der Bevölkerung demonstrieren und signalisiert durch das zermürbende Verfahren mitsamt der anhaltenden Inhaftierung dem engsten Bündnispartner USA zugleich sein Wohlwollen. Solange es keinen ausreichenden Druck auf die britischen Behörden gibt, die seit 10 Jahren anhaltenden Menschenrechtsverletzungen gegen Julian Assange zu beenden, solange wird sich daran vermutlich nichts ändern. Zum Abschluss will ich die ehemalige deutsche Justizministerin Hertha Däubler-Gmelin zitieren, die festgestellt hat dazu: Das alles tritt auch unsere westlichen Werte der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenwürde mit Füßen. Wenn es um China geht, um Iran, um Russland, um die Türkei oder um die anderen Staaten, deren Regierungen wir westlichen Rechtsstaaten nicht vertrauen und deren Justiz wir mit Grund Unabhängigkeit und Rechtsstaatlichkeit absprechen, beklagen wir nicht das mit Recht, gelegentlich sogar lautstark. Warum nicht gegenüber Großbritannien? Warum das geradezu schreiende Schweigen der EU und ihrer Mitgliedstaaten beim skandalösen Umgang mit Julian Assange? Die Nichtregierungsorganisation Amnesty International trägt mit ihrem Verschweigen und Ablenken ihren Teil dazu bei und dient somit, ob bewusst oder unbewusst, den Interessen der amerikanischen Kriegsverbrecher, die bis heute auf freiem Fuß sind. Genau. Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Dazu gibt es viele Beweise, wie Terroranschlag auf das Greenpeace-Schiff 1985 durch amerikanische und britische Geheimdienste. Freiheit für den gewaltlosen politischen Gefangenen Julian Assange. Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Eine schöne Nachricht ist, denke ich, dass Julian Assange für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde. Und zwar von Jean-Luc Mélenchon aus Frankreich. Und ja. Und eine slowenische MP hat sich ebenfalls für den Preis eingesetzt für Assange, Manning und Snowden. Und es gibt noch 2 andere hier in Deutschland, das bin ich mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Ist okay, glaube ich. Es wäre schön, wenn es noch mehr gäbe, die Assange für den Nobelpreis vorschlagen könnten. Und das können Professoren, emeritierte Professoren auch, Institutsleiter, Unileiter. Wenn ihr jemanden kennt oder eine Idee habt, den anzuschreiben, dann wäre das eine tolle Sache. Bis Ende März kann man das noch tun. Ich habilitiere schnell nach. Ah, super. Perfekt. Ich wünsche dir
Großen Erfolg. Ja, also ich kann das auch noch mal rumschicken. Ich schreibe euch sowieso noch mal eine Rundmail, weil ich noch einiges auf Lager habe. Und das habt ihr noch nicht bekommen. Und zwar gibt es auch eine Petition dafür, die wird dann in der Mail drin sein. So, am Sonntag sind Wahlen in Ecuador, die ja immerhin Assange Asyl gewährt haben über viele Jahre. Die Idee war, ob vielleicht 2 Stunden vor der Botschaft man auf Assange aufmerksam machen könnte. Was mit Facebook-Kanal? Irgendwann am Tag. Facebook-Kanal? Also nur zumindest so, könnte es auch ganz privat als Kunstprojekt machen, so wie das Ingo vor der britischen Botschaft gemacht hat, dass wir da mit den Plakaten stehen. Und das muss man nicht anmelden, eine Kunstaktion. Kann man sich wirklich so hinstellen mit einem Plakat und wenn jemand vorbeikommt, der wissen möchte, eine Polizist oder das Ordnungsamt, das ist eine Kunstaktion, das ist völlig in Ordnung. Also so könnte man das vielleicht auch machen vor der ecuadorianischen Botschaft am Sonntag. Auf Assange aufmerksam machen. So, was habe ich noch? Ach ja, Michael Lüders hat einen tollen Vortrag von ungefähr 45 Minuten ins Netz gestellt und der ist wirklich sehr gut zusammengefasst, basiert also sehr viel auf diesem Artikel von Melzer, der letztes Jahr im Januar rausgekommen ist bei Republik. Den kennt ihr vielleicht alle, aber er hat es wirklich toll zusammengefasst und die letzten 4 Minuten sind auch nochmal der Hammer, was er da über ein neues Gesetz in Great Britain erzählt. Ich werde euch den Link dann auch nochmal schicken. So, noch eine Bitte von Ingo aus Cottbus. Diese RBB-Geschichte, dass man vielleicht vom RBB eine Aktion macht. Ich muss das jetzt eigentlich noch mit Thilo besprechen. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt machen sollen. Aber wir könnten vom RBB stehen als Extra-Aktion, dass sie diese WDR-Doku, die auch wirklich sehr gut ist, im RBB auch endlich mal im Fernsehen senden. Und nicht nur sich rausreden damit, dass sie jetzt keine Zeit haben oder was weiß ich, sie so viele Anfragen kriegen. Sie sind ein Regionalsender, haben Sie gesagt. Ach ja, und das auch noch. Regionalsender wären sie nur. Ja, okay. Also, die sind auch schon bombardiert worden mit tollen Mails von Ingo und viele andere. Und die Bitte ist halt, dass ihr das vielleicht auch noch macht. Ein Beispiel für so einen Brief würde ich dann nochmal mitschicken in meiner Mail. Mal gucken. Ich glaube, das war schon alles. Ach so, ja, doch. Es gibt auch noch einen Brief aus diesem Gefängnis Belmarsh, wo Assange jetzt immer noch einsitzen muss. Da hatte er geschrieben, also Ingo war das, er hatte geschrieben vor mehreren Wochen, was jetzt ist mit der Heizung. Die war ja abgestellt oder funktionierte nicht. Und jetzt hat er den Brief bekommen, aber sehr allgemein und eigentlich nicht bezogen auf das, was da für Assange gerade für Quälereien da stattgefunden haben. Das Lustige war, in dem Brief stand auch noch drin, ja, die Gefangenen erhalten digitale Geräte, damit sie sich auf ihren, auf Wunsch natürlich nur, damit sie sich auf ihren Prozess vorbereiten können. Naja, ihr wisst ja, wie die digitalen Geräte aussehen. Die sind so verklebt überall, dass man sie nicht benutzen kann. Ja. Gut, ich glaube, das war es erstmal von mir. Vielen Dank, Almut. Würde ich jetzt bitten, einen langjährigen Unterstützer, den wir haben auch, der oft uns begleitet und heute auch gerade einen Livestream macht, der hier im Moment gerade läuft. Matthias Tretschok, Journalist. Ja, hallo, liebe Freunde, liebe Gäste hier
auf dem Pariser Platz vor der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Vielen Dank, dass Sie hier Gesicht zeigen für die Freiheit, für Julian Assange, vor dieser Botschaft der Kriegsverbrecher-Nation USA, die seit ihrem Bestehen noch nicht ein einziges Jahr hinter sich hat, in dem es keinen Krieg gegen irgendeine andere Nation geführt hat. Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier seid und vielen herzlichen Dank an die Zuschauer an den Bildschirmen, die hier diese Veranstaltung live an ihrem PC oder am Fernsehen mitverfolgen dürfen. Wie Sie vielleicht wissen, also ich bin Matthias, ich habe im Februar 2017 die Friedensinitiative Stop the War in Jemen gegründet und 2018, glaube ich, war es, oder 19, die Initiative Campaigns for Whistleblower Freiheit für Julian Assange, Chelsea Manning und Edward Snowden. Und seither begleite ich viele Veranstaltungen, nicht nur hier in Berlin, sondern auch in Cottbus oder in Hamburg zu den Themen Krieg und Frieden und schreibe veröffentliche Artikel zu dem Kriegsgeschehen hier in der Welt. Denn ich glaube, den meisten Millionen von Menschen ist gar nicht bewusst, dass wir uns seit Jahren im heißen Krieg befinden. Und anders lauten natürlich unsere NATO-Mainstream-Medien, die viel von Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit sprechen, ist es genau das Gegenteil, was hier aktuell und seit Jahren überhaupt in der Welt passiert. Und so darf ich in diesem Kontext ausrichten, viele herzliche Grüße von arabischen Freunden. Wir hatten am 25. Januar in Hamburg fand der World Day of Action, the world says no to war in Jemen. Übersetzt heißt das also den Welttag. Die Welt sagt Nein zum Krieg im Jemen statt. Und dort traf ich unter anderem auch Friedens- und Menschenrechtsaktivisten von Hamburg vor Assange. Und von diesem Platz aus nochmal mein ganz herzliches Dankeschön für die Teilnahme zu diesem Weltfriedenstag für den Jemen. Und bei dieser Veranstaltung gab es unter anderem auch ein Live-Interview mit arabischen Fernsehsendern. Und da wurde ich eben gefragt, was ich denn hier so für ein Schild drauf habe. Julian Assange ist dort natürlich auch ein interessantes Thema und sehr bekannt. Und sie haben sich sehr gefreut, dass wir uns hier von Deutschland auch natürlich auch so sehr für die Freiheit für Julian Assange einsetzen. Denn, wer das vielleicht nicht weiß, dank der Veröffentlichung in WikiLeaks von den E-Mails, von den veröffentlichten E-Mails von Hillary Clinton, hat Julian Assange und WikiLeaks veröffentlicht, dass ohne den Rüstungsexportabkommen, die Saudi-Arabien und die Vereinigten Staaten von Amerika Anfang 2015 vereinbart haben, ohne diese Rüstungsexportgeschäfte wäre der Krieg, wäre der völkerrechtswidrige Angriffskrieg von Saudi-Arabien mit seiner Kriegskoalition auf den Jemen so überhaupt nicht möglich gewesen, beziehungsweise mit den ganzen Rüstungsexporten, die USA, Frankreich, da haben wir die Botschaft vis-à-vis Großbritannien dort hinten in die Ecke, wo wir dann gleich vorbeigehen, Deutschland natürlich auch wieder mit dabei. Wäre dieser Krieg nicht möglich und er wäre schon längst beendet. Das heißt, jegliche Rüstungsexporte, die die westlichen Wertegesellschaften an die Terrororganisationen und Terrorstaaten und Regierungen von Saudi-Arabien, Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten etc. liefern, verlängern und verschlimmern diesen barbarischen Krieg, der jetzt seit März 2015 geht. Und daran muss man immer wieder dran erinnern, dass wir das eben dank Julian Assange und WikiLeaks wissen, welche Machenschaften, welche Verursacher des Krieges dahinter stehen. Vielen Dank an Julian Assange und von dieser Stelle aus gute Besserung und auch an die Familie. Wir stehen Hand in Hand mit der Familie von Julian Assange. Freiheit für Julian Assange! Free Assange! Free Assange! Free Assange! Free Assange! Jetzt möchte ich noch ein kurzes Wort verlieren zum RBB. Die Almut hat es gerade angesprochen. Seit Mitte Januar bitten die Friedensaktivisten von seitens aus Cottbus um den Ingo herum und seine Initiativen da unten, FICO und so weiter und so fort, mit Unterstützung von Germany Assange Committee Germany und Free Assange EU. Also die haben auch bereits schon an den RBB geschrieben und mit der Bitte, dass die dann diese WDR-Doku auf RBB
mit veröffentlichen, und zwar zeitnah und zu einer Zeit, die auch jeder sich mit anschauen kann. Jetzt war gerade die Frage, das wäre ein Regionalsender. So ganz ist es nicht. Das ist der größte und reichweitengrößte Sender, den wir hier in Berlin-Brandenburg haben, der RBB. Und das ist ein Partnerunternehmen der ARD. Und die ARD hat bestimmte Programmgrundsätze, in denen es steht, dass allumfassende Berichterstattung zu erfolgen hat über alle Bereiche des Lebens, eben auch mit der Vorgabe. Und so steht es auch in den Landesprogrammgrundsätzen drin, dass Frieden, Freiheit und Völkerverständigung mit ihrer Programmatik gefördert werden soll. Und wenn sich der RBB hier verweigert, diese Sendung, diese wirklich großartige Sendung, die der WDR auf Kosten unserer aller Gebührenzahler, immerhin nehmen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten über 8 Milliarden Euro ein. Und wenn der RBB sich nicht in der Lage sieht, diese Sendung zu veröffentlichen, dann müssen wir echt Gesicht zeigen vor dem RBB und lautstark fordern, dass der RBB diese WDR-Dokumentation über die Freiheit für Julian Assange zu veröffentlichen hat. Denn diese Dokumentation ist auch mit unseren Gebühren finanziert worden. Liebe Freunde, ich möchte euch noch mal daran erinnern, am 26. März 2015 wiederholt sich der Tag des Angriffskriegs von Saudi-Arabien auf den Jemen. Und am 27. März, also einen Tag danach, am Samstag, treffen wir uns hier. Also mit Freunden aus dem Jemen, aus der Jemen-Community hier in Deutschland, die kommen aus Hamburg, aus Stuttgart, aus Freiburg und aus Nordrhein-Westfalen angereist, wird hier eine große Kundgebung stattfinden mit einem Umzug, so ist es geplant. Ob genehmigt, wissen wir nicht, aber geplant auf jeden Fall. Beginnend hier vor der US-Botschaft, hin zur britischen Botschaft, hin zum Europaparlament, hin zur französischen Botschaft. Und dann durch das Brandenburger Tor zum Reichstag und vom Reichstag am Paul-Löbe-Haus vorbei zum Kanzleramt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich an diesem Samstag Nachmittag, es wird so 13, 14, 15 Uhr offiziell losgehen, aber das wird nochmal genau veröffentlicht, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich an diesem Samstag die Zeit nehmen und hier gemeinsam mit jemenitischen Freunden Gesicht zeigen für die Freiheit, für den Frieden im Jemen. Und das soll es von meiner Seite heute aus gewesen sein. Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier da sind, dass Sie zuschauen, dass Sie zuhören. Und ich freue mich auf die nächsten Minuten hier. Und in wenigen Minuten wird dann zunächst erstmal der Livestream sein Ende finden, denn die ausführliche Dokumentation gibt es dann im YouTube-Kanal von mir zu finden unter dem Hashtag Free Assange, beziehungsweise auf der Internetseite von free-whistleblower.jimtofree.com. Das wird dann nochmal eingeblendet unten oder natürlich auch bei mir auf dem Facebook-Kanal. Vielen herzlichen Dank, ich freue mich auf das nächste Mal. Euer Matthias, Friedensinitiative, Stop the War in Yemen und Campaigns for Whistleblower. Vielen Dank. Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! 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 Free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! Großbritannien, lasst ihn raus! Lasst ihn raus! Lasst ihn raus! Jetzt!
Jast ihn raus! Sofort! Jast ihn raus! Sofort! Lasst ihn raus! Sofort! Lasst ihn raus! Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Free! Free! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! 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 Großbritannien, lasst ihn frei! 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 Free, free, free Assange! Free, free, free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! 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 Großbritannien, lasst Julian Assange endlich frei! Lasst ihn frei! Lasst ihn frei! Lasst ihn frei! Sofort! 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 Großbritannien, lasst endlich den Journalisten und Verleger Julian Assange frei! Es gibt keinen Grund, ihn gefangen zu halten! Lasst ihn endlich frei! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Hab ich schriftlich. Wie lange? Großbritannien, es ist eine Schande, wie ihr euch verhaltet gegenüber dem, der angewendet wird. Das hat auch schon der UN-Beauftragte für Folter und unmenschliche Behandlung, der Schweizer Professor Nils Melzer, festgestellt, dass Großbritannien foltert Julian Assange. Und es gibt keinen Grund, ihn länger in Gefangenschaft zu behalten. Lasst ihn endlich frei! Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Wir kommen wieder! Free! Free! Free Assange! Wahrheit ist kein Verbrechen! 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 Ich beende das jetzt, weil es so kalt ist. Wir gehen jetzt nach Hause. Ja, viele hatten sich Hoffnungen gemacht, dass Julian Assange relativ schnell aus dem Gefängnis freikommen würde. Einige haben geglaubt,
Der heilige Donald Trump würde ihn noch auf den letzten Metern begnadigen. Das hat er aber nur für Kriegsverbrecher gemacht. Das hat er nur gemacht für Leute, von denen er persönlich etwas hat oder sich verspricht von ihnen. Donald Trump hat sich von Julian Assange weiter nichts versprochen. Und er hat ihn nicht begnadigt. Viele andere hatten Hoffnung gesetzt darin, dass der neue Präsident Biden das Verfahren gegen Julian Assange fallen lassen würde. Dass also nicht in Revision gegangen wird und er freikommen könnte. Auch das hat sich nicht bewahrheitet. Also stehen wir jetzt hier wieder vor der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika und protestieren dagegen, dass sie weiterhin den investigativen Journalisten und den Verleger und Herausgeber von WikiLeaks, dass sie ihn weiterhin verfolgen. Und weshalb verfolgt der mächtigste Staat der Welt, vor deren Botschaft wir hier stehen? Warum verfolgen sie einen einzelnen Menschen so hartnäckig und bösartig? Dafür gibt es einen einfachen Grund. Er hat Kriegsverbrechen aufgedeckt, die von den USA begangen worden sind. Die Pressefreiheit wird jetzt gerade hinter Gitter gebracht durch die USA. Die USA haben Angst vor der Wahrheit. Sie haben Angst, dass rauskommt, was für Schweinereien sie überall auf der Welt betreiben und machen. Sind wir Untertanen oder sind wir noch Bürger? Und deswegen Freiheit für Julian Assange. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Free, free, free Assange. Wahrheit ist kein Verbrechen. Ja, es geht darum, ein Exempel. Es geht darum, ein Exempel zu statuieren an Julian Assange. Für wen? Ein alter chinesischer Spruch heißt, bestrafe einen, erziehe 100. Es geht darum, Journalisten weltweit einzuschüchtern. Das soll euch nicht gelingen. Aber durch die Verfolgung von Julian Assange zieht ihr euch nur selber die angeblich demokratische Maske vom Gesicht. Dadurch, dass ihr so unerbittlich Julian Assange verfolgt, zeigt ihr mehr von euch selber, als euch wahrscheinlich bewusst ist. Und deswegen stehen wir hier, um euch zu sagen, wir sehen es, der Kaiser ist nackt. Ihr habt Angst vor der Wahrheit. Freiheit für Julian Assange. Freiheit für Julian Assange. Freiheit für Julian Assange. Freiheit für Julian Assange. Ja, herzlichen Dank für eure wunderbare, lautstarke Unterstützung. Für diese Kundgebung, diesen Umzug für Julian Assange.